Assalamu alaikum. Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufdeckung der falschen und lügnerischen Beschuldigungen, die von Herrn Hamza und seinem Team begangen wurden. Dieses Mal geht es um eine Prophezeiung, die gegen die Beschimpfer des heiligen Propheten Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam gemacht wurden und sich auf wundersame Weise erfüllten. Doch Herr Hamza versucht wieder einmal vergeblich die Tatsachen falsch darzustellen. Es handelt sich um die Prophezeiung von Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. über Muhammadi Begum und ihrer Familie. Am Ende werden wir die Originalaussagen dieser Familie selbst über die Erfüllung der Prophezeiung aufzeigen. Die hieß Muhammadi Begum, der eine Inspiration bekommen hat, dass er unbedingt dieses Mädchen heiraten wird. Und dass das geschrieben steht, da hat er ihr Vater angeschrieben und deswegen hat er angefangen zu schreiben, hier, wenn du mir nicht gibst, du wirst sterben, bestimmt wirst du, tot wirst du sterben, den Tod wirst du erleben. Und sie, wenn sie jemand anders heiratet, dann bringt Unglück und sie, ihr Mann wird sterben. Und seit gelaufen hat sie geheiratet. Und sie bekam auch Kinder. Und diese Prophezeiung hat überhaupt nicht gestimmt, weil. Und sie bekam auch Kinder. Und diese Prophezeiung hat überhaupt nicht gestimmt, weil. Und sie bekam auch Kinder. Und diese Prophezeiung hat überhaupt nicht gestimmt, weil. Und nachher stellt sich fest, dass er, dass nach seinem Tod diese Frau 16 Jahre mit ihrem Mann glücklich gelebt hat. Und sie bekam Kinder und er hat nicht mal einen Sohn von ihr gekriegt. Die Aussage von Herrn Hamza sind leider haltlos und lächerlich hinsichtlich der Tatsache, dass er bewusst oder aufgrund von Unwissenheit die Wahrheit versteckt. Es geht um Mirza Ahmed Beg und seine Familie, die sogar mit Hazrat Ahmad a.s. verwandt gewesen sind. Diese Menschen bekannten sich nicht nur zum Atheismus, sondern griffen Hazrat Muhammad a.s. in ihren Schriften an und beschimpften ihn, schlossen sich mit Christen zusammen und veröffentlichten in den Zeitungen wie zum Beispiel Jasmai Nur und Nure Afshan Beschimpfungen gegen den heiligen Propheten Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam im Jahre 1885 und 1887. Als Hazrat Ahmad alaihi wasallam in Indien die Herrlichkeit des Islams in Büchern bewies, die Existenz Gottes bewies, das Konvertieren von Muslimen zum Christentum stoppte. Er war ein guter Gelehrter früher, also bevor er das angegeben hat, er war ein guter Sufi, der hat viele Anhänger gehabt, er konnte auch gut reden, der so eine Idee hat er abgelehnt. Er war ein sehr gläubiger Muslim, er war ein Gelehrter auch. Und als er merkte, dass... Isai Missionaries ko saat munazire karke Ghulam Ahmad ne unhe shikast di. Aur ek zabardast jo ek violent tehreek uth gayi thi ye Satyarat Prakash ka jo musannif tha Arya Samaj to Arya Samaj ke logon se bhi usne munazire kiye aur unhe shikast di. Acha in do cheezon ki wajah se ulama ki aankhon ka tara ban gaya. Iske liye hamare ulama to padhte hi nahi na Bible padhte hain na kisi aur mazhab ki koi kitab padhte hain to aakhir munazira kaise Die Familie von Mirza Ahmed Beg einen öffentlichen Brief an Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s., in denen sie Beschimpfungen an den heiligen Propheten Muhammad a.s. richteten, die Existenz Gottes leugneten und den heiligen Koran schmähten. Und Beweise für die Wahrheit der Existenz Gottes und der Wahrhaftigkeit von Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. verlangten. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. warnte die Familie mehrere Male davon, abzulassen und seinen Meister Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht zu beschimpfen. Involviert in den Beschimpfungen ist auch die Oma von Muhammadi Begum und die Onkel gewesen. Dann veröffentlichten sie erneut: Wir brauchen keinen Allah oder sein Buch oder seinen Propheten, den Khatam al-Nabiyyin. Wir werden keine Zeichen akzeptieren, bis wir in unserem eigenen Leben von Zeichen betroffen werden.
Daraufhin bekam Hazrat Ahmad al-Islam folgende Offenbarung: Ich habe ihr Missverhalten und ihre Gottlosigkeit beobachtet, und ich werde sie bald durch verschiedene Arten von Unglück unter dem Himmel vernichten, und du wirst bald sehen, wie ich mit ihnen verfahre. Ich habe die Macht, alles zu tun, was ich will. Ich werde ihre Frauen zu Witwen machen und ihre Kinder zu Waisen und werde ihre Heime zerstören, sodass sie für ihre Missetaten bestraft werden. Ich werde sie nicht auf einen Schlag vernichten, sondern allmählich, sodass sie umkehren mögen und um Vergebung nachsuchen. Mein Fluch wird auf ihre Wände, ihre Heime herabkommen, auf ihre Älteren und ihre Jungen, auf ihre Frauen und auf ihre Männer und auf ihre Gäste. Alle von ihnen werden verflucht sein, außer denen, die glauben und sich von ihnen entzweien und ihrer Gesellschaft fernbleiben. Sie werden unter göttlicher Barmherzigkeit stehen. In weiteren Offenbarungen wurde diesen Leuten angewiesen, zu bereuen. Bereut und euer Ende wird gut sein. Erkennt die Warnung und ihr werdet zurück zur Bequemlichkeit kommen. So begannen Gottes Worte sich zu erfüllen. Als erstes traf es die Familie von Mohammadi Begums Onkel, Mirza Nizamuddin. 31 Monate nach der ersten Offenbarung verstarb seine 25-jährige Tochter, ein Kleinkind zurücklassend. Die Rebellion der Familie ging weiter, so starb kurz darauf Mirza Nizamuddin selbst. Sein Sohn Mirza Gul Muhammad und Tochter bereuten und nahmen Islam an und schworen den Treueeid an Hazrat Ahmad al-Islam. Der Bruder von Mirza Nizamuddin, Imamuddin, hatte einen Sohn hinterlassen, welcher ebenfalls wie seine Cousins den Islam und Ahmadiyyat annahm, an der Hand von Hazrat Ahmad al-Islam. Deren Bruder verließ Gadian, kastrierte sich, was er lebenlang bereute, und verbrachte die letzten Tage in Friedhöfen, wo er qualvoll verstarb. Der Vater von Mohammadi Begum kam daraufhin zu Hazrat Ahmad al-Islam und bat um Hilfe und Beistand, zeigte sich demütig und verlangte Hilfe in einigen Angelegenheiten. Hazrat Ahmad al-Islam sagte zu ihm: Mach Istikhara, also bete zu Gott, und auch er selbst wird es tun. Und dies wird ein Anlass sein, dass Gott sein Zeichen zeigen wird. Daraufhin teilte Hazrat Ahmad al-Islam den Vater von Mohammadi Begum mit, dass Gott ihm mitgeteilt hat, er solle eine Verbindung mit ihm eingehen und seine Tochter mit ihm verheiraten und von seinem Licht Licht bekommen. Weiter heißt es: Wenn du einen anderen Plan verfolgst, wirst du eine Reihe von Unglücken unterworfen sein, wovon das letztere dein Tod innerhalb 3 Jahren nach der Verheiratung deiner Tochter zu jemand anderem sein würde. Warne ihn, dass sein Tod nahe ist und zu einer Zeit kommen wird, da er es nicht erwarten wird. Der Ehemann seiner Tochter wird ebenso innerhalb von 2,5 Jahren sterben. Dies ist ein göttlicher Erlass. Auch diese Prophezeiung war durch Reue bedingt. So sah Hazrat Ahmad al-Islam eine Vision gerichtet an die Oma von Mohammadi Begum. Die Oma von Mohammadi Begum ansprechend hieß es in dieser Vision: Frau, bereue du, bereue, denn Unglück ist dabei, dich zu überkommen und deine Nachkommenschaft und ihre Nachkommenschaft. Eine Person wird sterben, aber viele Kritiker werden bleiben, die sich ungebührlicher Sprache ergeben. Hazrat Ahmad al-Islam war zu dieser Zeit 53 Jahre alt und glücklich verheiratet. Er gab bekannt: Ich hatte kein Bedürfnis nach dieser Beziehung. Gott, der Allmächtige, hatte alle meine Bedürfnisse erfüllt. Er hatte mir Kinder geschenkt und mir versprochen, dass er mir bald einen Sohn schenken wird, der als eine Leuchte für den Glauben sein wird und Mahmud Ahmad heißen wird. Die Bitte um diese Beziehung ist lediglich ein Zeichen, so dass Gott den Dissidenten dieser Familie seine wunderbare Macht vollführen kann. Trotz dieser Warnungen kehrte der Vater von Mohammadi Begum zu seinem Standpunkt zurück und Allahs Fluch ging weiter.
der Sohn von Mirza Ahmed Beg, verstarb im Juli 1890. Kurz darauf traf der Fluch Allahs die Schwester und die Oma von Mohammadi Begum. Mirza Ahmed Beg blieb dabei und verheiratete seine Tochter Mohammadi Begum 1892 mit einem Mann namens Mirza Sultan Beg. Mirza Ahmed Beg starb daraufhin genau 6 Monate nach der Hochzeit. So wie die Prophezeiung es besagte, dass er innerhalb 3 Jahre nach der Heirat sterben wird. Daraufhin wurde die ganze Familie in Angst versetzt, bereute und nahm ihre Angriffe gegen Allah, Koran und den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam öffentlich zurück, was ich auch gleich aufzeigen werde. Die Tatsache, dass die ganze Familie in Angst versetzt wurde und nach dem Tod von Mirza Ahmed Beg bereute, gestand selbst einer der größten Anti-Ahmadiyya aller Zeiten, Sanaullah Amritsari, in seinem Buch Ilhamete Mirza. Ein anderer berühmter Anti-Ahmadiyya, Maulana Muhammad Hussein Badalwi, schrieb, die Prophezeiung erfüllte sich, aber anscheinend hat Mirza Sahib dies durch Astrologie vorhersagen können. Die Mutter von Mohammadi Begum, Umru Nisa Mohammadi Begum, ihre 2 Schwestern, 2 Söhne von Mirza Ahmed Beg, 1 Schwiegersohn und viele weitere nahmen den Islam an, unter anderem an der Hand von Hazrat Mirza Ghulam Ahmed a.s. Einige fragten sich, wo der Beweis ist, dass der Ehemann von Mohammadi Begum auch bereut hat. Hazrat Ahmed a.s. sagte daraufhin, dass es ganz einfach ist. Sagt Mirza Sultan Beg, dass er veröffentlichen soll, dass er nicht bereut hat, und dann seht, was mit ihm passiert. Viele Christen und Anti-Ahmadiyya Mullahs gingen zu Mirza Sultan Beg, dem Ehemann von Mohammadi Begum, und boten ihm Geld an und sagten, er soll veröffentlichen, dass er nicht bereut hat. Aber Mirza Sultan Beg tat es nicht. Im Gegenteil, hier ist eine handschriftliche Veröffentlichung von Mirza Sultan Beg im Jahre 1912. Ich habe den verstorbenen Mirza Sahib immer für eine rechtschaffene und hochgeachtete Person gehalten und halte ihn immer noch dafür, der ein Diener des Islams war, einen noblen Geist hatte und beständig war in seiner Erinnerung Gottes. Ich fühle keine Gegnerschaft gegen seine Anhänger und bedauere es, dass es mir aus bestimmten Gründen nicht möglich war, die Ehre zu haben, ihn zu seinen Lebzeiten getroffen zu haben. In einem Interview vom 9. bis 13. Juni 1921 sagte Mirza Sultan Beg, mein Schwiegervater Mirza Ahmed Beg Sahib starb in Übereinstimmung mit der Prophezeiung Gottes, doch Gott, der Allmächtige, ist vergebend und barmherzig und hört die demütigen Bitten seiner Diener und zeigt ihnen Barmherzigkeit. Er wurde weiter gefragt, haben Sie zu der Prophezeiung von Mirza Sahib etwas zu sagen oder erhob sie irgendwelche Zweifel bei Ihnen? Worauf er antwortete, die Prophezeiung erweckte keine Zweifel bei mir. Ich versichere Ihnen auf Eid, dass das Vertrauen und der Glaube, den ich an Hazrat Sahib habe, denke ich, stärker sind als das jener unter euch, die ihr in einem Bund mit ihm eingetreten seid. Komisch, dass derjenige, über den die Offenbarung gemacht wurde, keinen Zweifel hat. Aber Shia Hamza kommt mit seinen lügnerischen Zweifeln über 100 Jahre später. Bemerkenswert ist, dass der eigene Sohn von Mohammadi Begum, Mirza Ishaq Beg, zu Islam Ahmadiyyat konvertierte. Wenn jemand eine Prophezeiung in seinem eigenen Haus sich als falsch erwiesen gesehen hatte, wobei auch die Ehre der eigenen Mutter eine Rolle gespielt hat, so würde man niemals konvertieren. Mirza Ishaq Beg, der Sohn von Mohammadi Begum, veröffentlichte in Al-Fazl am 26. Februar 1923. In Übereinstimmung mit dieser Prophezeiung starb mein Großvater mütterlicherseits Mirza Ahmed Beg und der Rest der Familie wurde in Angst versetzt und wurde geneigt, sich zu reformieren,
wovon der unwiderlegbare Beweis der ist, dass die meisten von ihnen sich der Ahmadiyya-Bewegung anschlossen. Als Konsequenz änderte Gott, der Allmächtige, der vergebend und barmherzig ist, seinen Zorn in Barmherzigkeit. Die Prophezeiung beinhaltete die Worte, dass wenn sie bereuen, der Fluch und die Bedingungen ungültig seien und Allah sie vergeben wird. Mohammedi Begum war bereits verheiratet. Hätte die Familie nicht bereut, wäre sie verwitwet geworden. Aber durch Reue und den Beitritt zur Islam Ahmadiyyat lebten sie glücklich. Hazrat Ahmad al-Islam sagte selbst, als diese Leute die Bedingungen erfüllten und der Schwiegersohn von Ahmad Beg Angst bekam und bereute, wurde die Heirat aufgehoben oder verschoben. Heute sind die Nachkommen von Mohammadi Begum in verschiedenen Ländern verteilt und gläubige Mitglieder der Ahmadiyya Muslimgemeinde. In den Prophezeiungen war deutlich die Bedingung gesetzt worden, dass wenn sie bereuen, Allah barmherzig sein wird und vergeben wird. Hazrat Ahmad al-Islam erklärte deutlich in seiner Offenbarung, wenn sie bereuen und sich reformieren, werden wir uns barmherzig zeigen und die Strafe abwenden. Sie können wählen, für was immer sie sich entscheiden. Auch wenn diese Bedingung nicht gestellt wäre, wäre es klar, dass durch Reue vergeben wird. Jeder kennt die Geschichte, als Hazrat Yunus al-Islam zu seinem Volk sagte, dass Allah ihn mitgeteilt hat, ihr werdet den nächsten Tag nicht mehr überleben, und später enttäuscht gewesen ist, als sein Volk am nächsten Tag immer noch lebte. Hazrat Yunus al-Islam ging weg, wurde vom Fisch verschluckt, bereute im Bauch des Fisches und wurde errettet. Allah klärte ihm auf, dass sein Volk nicht vernichtet wurde, weil er es bereut hatte, obwohl in der Prophezeiung, die Hazrat Yunus al-Islam machte, die Bedingung der Reue nicht vorkam. Will Herr Hamza sich jetzt auch etwa über Hazrat Yunus al-Islam lustig machen, dass sein Volk trotz der Todesprophezeiung immer noch glücklich weiterlebte? Will Herr Hamza sich etwa auch über folgende Verse des Korans lustig machen? Wer aber nach seiner Sünde bereut und sich bessert, gewiss, ihm wird sich Allah gnädig zukehren, denn Allah ist allvergebend, barmherzig. Und bestimme für uns Gutes in dieser Welt, sowohl wie in der künftigen, denn zu dir haben wir uns reuig gekehrt. Er antwortete, ich treffe mit meiner Strafe, wen ich will, damit ich ausdrückt, dass Gott nicht wahllos straft, sondern nur den, der die Strafe auf sich gezogen hat. Doch meine Barmherzigkeit umfasst jedes Ding. So werde ich sie bestimmen für jene, die recht handeln und die Zakat zahlen und die an unseren Zeichen glauben. Herr Hamza sprach weitere Lügen, die ohne Grund und Boden sind. Dass er, also durch die Verliebtheit war er fertig, war zusammengebrochen. Die hieß Mohammed Ibigam. Und er wollte sie unbedingt haben. Das Ganze lief so, dass er erstmal verliebt war an ein Mädchen. Er hat alles Mögliche versucht, er hat es immer gescheitert. Die gleichen Beschuldigungen sprechen die Christen gegen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, als dieser zum Beispiel einer Jüdin Heiratsangebot machte und sie es immer wieder ablehnte. Wenn eine Gesellschaft voller Freizügigkeit ist, von Prostitution und Mutter verseucht ist, dann können anscheinend diese Menschen in Gottes Gesandte auch nichts anderes sehen als ihre eigene verseuchte Sichtweise. Wir können nur hoffen, dass Herr Hamza selbst bereut und von Lüge ablässt. जहां को झुका दिया।